Servus beieinander! Willkommen bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es wieder ein Bastelvideo bei der Hütte. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir hier aus diesem schönen geschwungenen Schwartling aus der einen Hälfte ein Schild bauen und aus der anderen Hälfte ein Regal. Dann habe ich so einen richtig schönen Schwung drinnen. Das ist was Besonderes, es passt cool in die Hütte, finde ich. Genau da geht es heute drum. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Jetzt legen wir das daher und dann gibt es erst einmal so ein bisschen Morgensport. Jetzt machen wir jetzt hier mit den Schraubzwingen fest. Schauen natürlich wieder, dass man da den Tisch nicht reinschneiden kann. Und dann schneiden wir den hier mal richtig schön gerade durch erst einmal. Dann fangen wir jetzt mal mit der großen Säge an. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann nehmen wir die kleinere. Und wenn wir fertig sind, sehen wir uns wieder. Zack, haben wir zwei schöne geschwungene Bretter. Das wird das Regal. Das wird das Schild. Ich denke mal, dass das echt cool wird. Machen wir drin im Warmen weiter, glaube ich, dass das gescheiter ist. Da hätte ich gern mein erstes Regalbrett. So ungefähr. Oh, da sehe ich gerade hier. Muss ich aufpassen, dass ich nicht Ärger mit Disney kriege. Weiß ja nicht, wie das so ist bei YouTube, gell? Das tun wir jetzt mal mit ein paar Schrauben sichern. Einfach mal so, provisorisch. Und dann gibt es eine schöne Stützkonstruktion aus Holz. Die neue schöne alte mit den Messingbeschlägen. Mal ganz schief. Keine Angst an die ganzen Schreiner unter euch, das bleibt natürlich nicht so mit den drei Schrauben da. Da kommt noch eine vernünftige Konstruktion drunter. Es ist gerade, es schaut nur schief aus. Und die Wasserwaage stimmt. Jetzt hatte ich schon Angst, dass die alte Wasserwaage nicht funktioniert. Und als richtige Stützen werden wir jetzt wieder aus einem schönen Stück Buche. Aus einem getrockneten natürlich. Da unten. So schräge Abstützungen machen. So. Wir werden einen 45 Grad Winkel abschneiden auf beiden Seiten. Die dickeren Seiten hier. Und dann schrauben wir sie da unten hin. Dann messen wir uns jetzt das ungefähr raus, was wir hier brauchen. Damit wir es nachher nicht zu kurz abschneiden, machen wir es mal lieber ein bisschen länger. Gut, dann zeigen wir uns jetzt hier die 24 an. Einmal. Naja, machen wir drei. Dann habe ich drei auch geschnitten. Und notfalls ist es halt Feuerholz. Dann schneiden wir jetzt seit einen Schnitt gleich auf 45 Grad. Dann spare ich mir nämlich nachher zwei Schnitte. Schön geworden. Schauen wir gleich mal, ob er passt. Passt perfekt.
Dann schneiden wir jetzt die anderen zwei fertig. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich es anstatt da unten nicht da oben her mache. So. Ist mal was anderes, oder? Und ich finde, es schaut viel besser aus. Ja, genau so machen wir das. Dann machen wir die jetzt so her. So. So. Und so. Die schrauben wir natürlich von unten und die Seite, die schrauben wir natürlich von oben genau gerade dann rein. Wenn wir da unten fest sind, dann bohren wir da oben wieder ein Loch vor, damit wir den Ast nicht sprengen, bevor wir es an die Wand schrauben. Den setzt man natürlich schräg an, auch im 45 Grad Winkel, dass man genau schön in die Mitte von dem Ast reinfährt. Schaut mal schön, dass das gerade ist hier. Hat echt nur so schief ausgeschaut. Gut, bohren wir vor. Und ihr spürt dann immer schon einen Widerstand. Also ihr braucht keine Angst haben, wenn es ja nicht drückt, wie wahnsinnig. Dann spürt es einen kleinen Widerstand beim Reinbohren. Dann hebt es das ein bisschen an. Und so merkt man, dass man auf dieser Platte ist. Das sollte auf jeden Fall halten. Weiter geht's mit Schwadling Nummer 2. Nehmen wir uns jetzt hier den schönen Bogen raus und genau unter dem Bogen, wo das Ding am höchsten ist, da setzt man die Schrift an. Also sprich ungefähr so von hier bis da oder so. Das zeichne ich mir jetzt in Ruhe auf und dann schnitze ich es mit dem Stemmeisen raus. Ich habe mir da jetzt eine kleine Schablone gebastelt, weil mir das dann doch irgendwie lieber ist. Die lege ich mir jetzt da mal her. Fahre mal die Konturen hier ab. So. Dann schauen wir, dass wir da zum Rand so einen gleichmäßigen Abstand einhalten. Genauso wie da unten. So. Und jetzt halt kann ich in Ruhe hier mit der Schrift rumprobieren, damit das richtig schön wird. Und da fangen wir dann mal an. Da male ich mir jetzt halt hier mal die Buchstaben auf. So ungefähr stelle ich mir das vor. Kauft's Korklump. Ja, das werde ich jetzt noch schön rausarbeiten und dann aufs Brett übertragen und dann rausschneiden. So schaut das jetzt dann aus.
Ich habe mir das jetzt folgendermaßen hier vorgestellt. Wir passen das jetzt da mal ein. Und dann werden wir das jetzt mit einem Klebebandel, werden wir das da drauf fixieren und dann werde ich das gleich direkt durch das Papier durch auf dieses Brett übertragen. Also gleich mit dem Stemmeisen durch das Blattl Papier durchstemmen. Dann spare ich mir jetzt einen Arbeitsschritt. Für die engen Bögen, dann nehmen wir jetzt ein bisschen ein kleineres. Hier immer mit der glatten Seite nach außen, weil das da innen das Holz natürlich zusammendruckt. Das heißt, das Holz druckt es nach innen. Und ich will ja außen eine saubere Kante haben. Und innen ist es ja wurscht, weil das nehme ich ja nachher sowieso raus. Also immer so rum mit der Kante zum Buchstaben äußeren. Ich mache das jetzt mal in Ruhe weiter, weil ich glaube, dass das ziemlich in der Kamera wackelt. Und sobald ich fertig bin, sehen wir uns wieder. Fertig sind wir mit dem Übertragen. Jetzt schneiden wir das hier wieder runter. Und dann schauen wir mal, ob es gescheit geworden ist. Ah, da haben wir ein bisschen was vergessen. Das haben wir noch schnell rein. Schönes Korn. Und weiter geht's vorsichtig. Da fangen wir zuerst grob an und dann werden wir immer feiner. Wenn wir so einen richtig schönen großen Spreisel haben, den heben wir uns dann auf, falls wir irgendwo einen Fehler machen, dass man das dann mit dem ausbessern kann. Den legen wir gleich mal zur Seite. Genauso wie den, das ist dann richtig schön. Den schleifen wir dann glatt und dann können wir den irgendwo notfalls reinkleben, wenn was kaputt geht. Und schon haben wir den ersten Buchstaben fast fertig. Müssen wir das nur noch ein bisschen sauber machen. Ne? Und dann geht es mit dem nächsten weiter. Fertig ist es, endlich. Jetzt werden wir das noch ein bisschen fein alles noch rausstemmen da, ein bisschen nachbearbeiten.
Und dann, wenn das jetzt fertig ist, habe ich jetzt gerade noch eine super Idee gehabt. Ich habe nämlich diese Teile noch. Und die werden wir hier links und rechts von dem Schild werden wir die noch hinmachen. Wenn wir Löcher durchbohren und die dann da reinsetzen. Und dann glaube ich, bin ich richtig zufrieden. Zum Nachbearbeiten nehme ich diese Seite nach unten. Vielleicht machen das die Profis anders, ich weiß es nicht. Ich habe nur gemerkt, dass wenn ich die Seite nach unten nehme und dann damit arbeite, dass ich da wesentlich präziser damit arbeiten kann. Und das wesentlich schöner abziehen kann und wesentlich glattere Flächen damit kriege. Man sieht das hier, wie schön das wird, wenn man es andersrum nimmt. Da werden wir jetzt noch ein kleines Loch reinbohren und dann kommen da noch diese Teile rein, links und rechts. Und dann denke ich mal, ist das ein verdammt cooles Schild. Einmal hier. Jetzt schrauben wir die hier noch von der Rückseite fest, dann säge ich das Gewindestangerl ab und fertig sind wir. Ja, liebe Leute, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Heute haben wir ein bisschen was geschnitzt und ein bisschen die Hütte schöner gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir noch bitte einen Daumen nach oben. Gell? Hinterlasst mal Kommentare, freue mich noch mehr drüber und am meisten freue ich mich natürlich über ein Abo. Ansonsten, bleibt's gesund, kauft's keinen Klump, dann müsst's weniger wegschmeißen. Bis zum nächsten Video.